Und damit willkommen zurück zu Myth of Orion, Lights from the North. Und beim letzten Mal haben wir den König wieder ein bisschen staatlicher gemacht, haben das Elixier fertig gemacht. Und ja, hat uns den letzten Stein gegeben, den wir benötigt haben, um in die letzte Welt zu kommen. Um den Hexenmeister zu besiegen. This is the sacred kingdom of elves. It used to be sunny, green and beautiful. Look at it now, all wrapped in mist and clouds. Gucken wir erstmal hier an den Brunnen. Pfui, dieses Papier strömt einen starken alkalischen Geruch aus. Das ist frisches Wasser. Nichts passiert. Gut, gucken wir mal hier, was haben wir da? Oh, ein Skorpion. Die Angel dort drüben wäre sehr nützlich, aber kann sie wegen den Skorpionen nicht erreichen. Aber nach da oben, das kann ich gehen. Dieses Schloss versperrt den Weg in die Hütte. Ein Eimer, damit könnte ich, den Skorpion auf den Kopf packen. Ein Schürhaken. Neuer Talisman. Die Zitronen an diesem Zitronenbaum sehen saftig aus, aber ich komme nicht ran. Muss ich wahrscheinlich da hoch oder so. The windows are barricaded, like they wanted to keep someone or something out of the house. Die Tür ist mit einem Mechanismus der Elfen verriegelt und ein Teil scheint zu fehlen. Wie unerwartet. Das klappt nicht. Ich kann das mit dem Eimer nicht einsammeln. Aber die Pilze. Weißer Pilz. Ja. Irgendwann brauche ich dann mal einen Pilz und dann habe ich ihn nicht. Aber das sieht cool aus, wie das hier so ein bisschen rausläuft. Das ist so ein bisschen. Ja, gibt dem ganzen Ambiente noch ein bisschen mehr Flair. So, komm her. Was? Mit dem Schürhaken verprügel ich dich. Mit einem weißen Pilz. Auch nicht. Och komm. Einmal drüber fertig wär's. Hold! Who are you? If you are looking for the wizard, well, you won't find him here any longer. He vanished several months ago. All he left behind was that bloodthirsty black demon. It's black as night, with two red eyes glowing in the darkness. It attacks our village almost every night. My people live in terror. Some say it's nothing more than a huge wolf, but I know better. You see, our arrows and spears do not even slow this creature down. There's a legend that tells of a creature that can only be defeated with silver. Unfortunately, we have not had any silver in our lands for centuries now. Listen, I'm in pain. The demon bites hard. Can you bring me some balm to ease the pain? Ja, aber erstmal. Oh, da mal was. Ich nehme mal eben eine Leiter mit. Ne, mache ich auch immer. Pfeilspitzenform. Da haben wir das noch. Ein Silberpfeil. Ich erinnere mich irgendwie so ein bisschen an The Legend of Zelda. Wir brauchen auch mal einen Silberpfeil. Heiliger See, Elfenfriedhof. Dann mal Wimmelbild. Jetzt wird's wieder spannend. Das brauchen wir. Ein Hufeisen. Da sind die Handschellen. Was ist das da? Das könnte eine Streichholzschachtel sein. Das da sieht aus wie ein Schloss. Ein Stern. Den sehen wir da. Das könnte das Collier sein. Das könnte die Maske sein. Das ist dieses Horn. Sieht aus wie so ein Tausendfüßler. Das könnte der da sein. Na toll, der war schön dahinter versteckt, aber egal. Das könnte da oben das sein. Nein, auch nicht. Hä? Holen wir doch die Wunderlampe und die Zange schon mal. Aber was ist das? Das könnte Seife oder sowas sein. Das hatte ich aber gerade da oben schon geguckt. Also das hat er eben gerade nicht angenommen. Und das hier, wo war es? Das da auch nicht. Ein Tambourin kann es auch nicht sein. Der Handschuh auch nicht. Das da kann es auch nicht sein.
Ratlosigkeit machte sich bei dem Let's Player Toto breit. Er saß da und konnte nicht mehr erfassen, was er meinte, und es war ein Bernstein, ein Glasrohr. Ein Reagenzglas, ne? Aber okay, vielleicht wird das ja umgangssprachlich auch Glasrohr genannt. So, da haben wir noch was entdeckt. Hier haben wir nochmal einen Zettel. General Mathras Brief. Ich habe einen Brief einer der Elfengeneräle gefunden. Dieser tapfere Soldat gab sein Leben für sein Volk. Leider hat sein Tod die Bestie nur verlangsamt, die diese armen Leute terrorisiert, aber sie wurde nicht getötet. Ich habe nicht viel Zeit. Ich wollte mich nur von euch verabschieden, falls ich von meiner Reise nicht zurückkehren werde. Meine Lieben, ich breche auf zu den Bergen, um diesem schwarzen Dämon entgegenzutreten, der unsere Stadt terrorisiert. Meine tapferen Soldaten wollten ihn bekämpfen, doch keiner ist jemals zurückgekehrt. Jetzt liegt es an mir. Leith wird weiterhin den Eingang zur Stadt bewachen. Wenn ich den Dämon nicht vernichten kann, steht nur noch Leith zwischen euch und der Bestie. Meine Freunde, wünscht mir Glück, um unser aller Leben willen. Ich liebe dich, mein zauberhaftes Weib. Ich liebe dich, mein ehrwürdiger Vater, euer Freund, Ehemann und Sohn, General Mithrith. Oh, okay, gut, da hat jemand... I'm so sorry, brave elf. Rest in peace. Jetzt muss ich gerade irgendwie so an den Undertaker beim Wrestling denken. So, rest in peace. Er brauchte jetzt was? Er brauchte so eine Salbe. Pfeilspitzenform. Ich sehe schon, auf was es hinauslaufen wird. Aber damit komme ich jetzt erstmal nicht weiter, aber ich kann das da einsetzen. Ja, da kann das da rein. Ja. Ach, ich muss das wieder ergänzend setzen. Das sieht schon mal gut aus. So, das war jetzt gerade beim ersten Mal wirklich nur Glückstreffer. Das da sieht auch schon mal top aus. Das da sieht aus wie so ein Elfenkopf, der kommt dann mal dahin. Das sieht, wirkt so wie eine Schulter, aber ich glaube, hier kommt das dahin, ja. Da kommt so ein Drachenkopf hin. Das kommt wahrscheinlich da oben hin, das da. Genau. Das sieht eher aus wie so welche Flügel. Oh! Glück, gleich beim ersten Mal. Wer kann, der kann. Hier haben wir einiges. Eine Glasklingel. Die Tassen riechen alkalisch. Wie das Papier, das ich gefunden habe. Ja, warum packst du es dann gleich dahin? Ah. Hä, ich weiß nicht, welche Zeile hier gehört. Da muss ich Ihnen einen Hinweis geben. Okay. Wartet mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Leer 1. Achso, ich kann hier noch nichts machen, weil hier noch eine Zahl fehlt. Ah, durchklicken bringt da nichts. Okay. Das ist ein Rätsel, aber dafür brauche ich noch Hilfe. Ah, und da muss ich dann was dazu packen, ne? Tja, liebe Leute, eben gerade war meine Aufnahme abgebrochen. Und das war hier passiert. Hab's leider erst zu spät bemerkt. Ganz kurz, ich habe hier die Feder reingemacht. Bin dann hier zurück, nachdem ich alles ausprobiert hatte. Ja. Hier auf diesen Part. Und hier lag dann dieser Feuerstein. Der hier. Einer von zweien. Man braucht immer zwei, um irgendwas anzumachen. Weiter habe ich jetzt wirklich noch nicht gemacht. Keine Sorge, ihr habt also nichts verpasst. Oh, da war noch was. Seht ihr, seid sogar immer noch live dabei, wenn ich hier was finde. Und um das Feuer anzukriegen. Oh, that's right. I forgot. In the Elf Kingdom, the spells of mortals will not work. I need to light the fire the old-fashioned way. Oh mein Gott, the old-fashioned way. Genau, hier konnte ich jetzt nichts machen. Nach oben komme ich auch noch nicht. Aber da oben kann ich was gucken und was einsammeln. Ein großes Medaillon. Wo kann ich denn das gebrauchen? Gut, also hier kommen wir jetzt auch gerade nicht so viel weiter. Da haben wir einen Schlüsselbedarf. Da, warte mal, an den Apfelbaum kam ich doch nicht ran, weil mir doch da wahrscheinlich dann eine Leiter fehlt, ne? Ich
Wenn ich ziehe, bewegt sich der ganze Ast, dann hau sie runter oder so. Was weiß ich. Nimm Eimer, werf den dagegen. Verdammt. So ein Stuss. Kann ich mit dem Reagenzglas da das da aufsammeln? Bei der Menge, die da rauskommt. Egal. Starke Säure. Aber wofür braucht man diese starke Säure? Eine gute Frage, wie ich finde. Kann man diese starke Säure vielleicht hier gebrauchen? Nein. Schade. Das wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Mit der Säure könnte ich doch das Schloss... Ah, ja. Okay. War jetzt geraten. Finde Stern. Okay. Finde Fliege. Oder Biene. Er leitet mich jetzt wahrscheinlich hier irgendwo hin. Es war wegen schön nebeneinander, aber nee, es ist doch nicht. Was denn das? Das sieht aus wie ein Korkenzieher, der schon Korken gezogen hat. Ich suche, jedoch finde ich nicht das, was mich begehrt. Das, was ich begehre. Begehre ich das überhaupt? Ja, mache ich. Da. Was das denn? Oh, kommt. Das ist der Hut. Ein Schloss. Ein Vogel. Ein Schlüsselbund. Fußstapfen. Jo. Die werden wir jetzt wahrscheinlich hier wieder irgendwo auf dem Boden finden. Auf dem... An der Wand. Seems legit. Eine Uhr. Das sieht aus wie so ein Angelhaken, ne? So. Nee, das ist der nicht. Das ist der nicht. Könnte auch hier die Schlange sein, aber... Ne, es ist ja... das ist eine Armbrust. Wie peinlich. Schlagt mich dafür, dass ich Armbrust gesagt... hier Schlange gesagt habe. Ist das der Bummer? Ne, ist es auch nicht. Was ist denn das? Der Haken hier kann es aber nicht sein. Nee. Bogen. Was könnte das denn sein? Jetzt ernsthaft, ich sehe es jetzt mal wirklich gar nicht. Also ich sehe es ja sonst auch nicht, aber jetzt ist ja... Hä? Nee, auch nicht. Es muss was Spitzes sein? Es hätten ja auch diese Hörner sein können, ne? Das ist die Peitsche. Die ist es auch nicht. Das ist es auch nicht. Das kann es nicht sein. Leute, da lag so viel drauf, das zu finden, das war ja echt fies. Naja. Gut. So. Brauchen wir jetzt zu der Feder vielleicht noch einen Schlangenschwanz? Nein. Brauchen wir auch nicht. Gut. Dann gehen wir mal zu dem Skorpion und versuchen, den mal mit einem Schlangenschwanz zu locken. Nein, auch nicht. Jo, hör auf zu stechen. Bist ein böser Stecher. Elfenschrein. Hast du noch was? Nein. Okay. Das heißt, kann ich auch nicht bewegen. Das war ja nochmal ein Versuch wert. Oh, hier haben wir nochmal ein Wimmelbild. Das haben wir jetzt auch noch schnell rein. Kommt. Warum habe ich gesagt, das haben wir noch schnell rein? Naja, egal. So, das Symbol des Ra... Apfelkanone. Eimer. Feuersymbol. Was das da jetzt ist, weiß ich jetzt gerade mal nicht. Das müsste das Tambourin sein. Was ist denn so länglich?
Was ist denn so länglich? Die Chilischote? Das kann es auch nicht sein. Da ist nochmal so ein Reagenzglas. Aber ist es auch nicht? Wo ist denn dieses Glöckchen? Das ist nicht das Glöckchen. Wo ist das Glöckchen? Das ist hier die Uhr. Die Uhr. Das könnte der Stein sein oder der Stein sein. Okay. So, jetzt haben wir die Halskette. Kleine Halskettchen da. Oder eine Kette allgemein. Das könnte die da sein. Ist es aber nicht. Ist aber nicht das die da. Jetzt haben wir da etwas, was so ein bisschen so... Ne, so... Sieht aus wie so ein... Das Glöckchen habe ich noch nicht gefunden. Doch, da. Kleines Glöckchen. Da war eine Spitzhacke. Das ist nicht der Hammer, ne. Eine Gartenschere. Okay. Eine Gartenschere. Gut. So, was uns in der Wolfshöhle erwartet und ob wir den Elfen wirklich retten können, das seht ihr dann in der nächsten Folge von Lights from the North, Myth of Orion. Und ich bin euer Tro. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.